Hallo, liebe Studenten, ich hatte euch ja versprochen, zu der Übung 0 noch eine kleine Aufnahme zu machen für all die, die eventuell Schwierigkeiten damit haben. Unsere Übung ist ja leider ausgefallen. Ich habe schon gesehen, dass 2 Drittel von euch das schon selbstständig hingekriegt haben. Dennoch mache ich natürlich gerne das Video für die, die eventuell Unterstützung brauchen. Ich teile jetzt mal meinen Bildschirm. Hier habt ihr die Übung 0 und den Text lest ihr euch bitte noch aufmerksam durch. Das Ziel ist hier bei Codeboard ein Konto zu erstellen. Dazu verwendet ihr hier, wie ich gesagt habe, hier wie ich es geschrieben habe, eure Matrikelnummer als Benutzername mit BHT davor. Verwechselt die nicht mit eurem Campus-Account, also dieses S12345 als Beispiel, ist nicht eure Matrikelnummer, sondern ihr habt nochmal eine andere Nummer. Da hängt ihr BHT davor. Wir gehen jetzt einfach mal auf Codeboard und melden uns mit diesem Fake-Konto an, also es ist keine echte Matrikelnummer, aber wir können uns trotzdem anmelden. Wähle das Passwort Test und erstelle das Konto. Ja, das Konto ist schon vergeben. Gut. Dann haben wir hier ein Konto. Könnt euch gerne ein Avatar vergeben, also ein Profilbild hochladen. Wichtig ist allerdings, dass ihr dann als nächstes über Moodle in die Beispielübung reingeht, also in die Übung 0. Der leitet euch direkt jetzt zum Codeboard weiter. Codeboard selbst habe ich euch schon vorgestellt in der Vorlesung. Ihr könnt in der Main sehen, dass in der Main Java sehen, dass hier die Main-Klasse ist mit der Main-Methode und hier sind schon 2 Ausgaben, die die Software tätigt. Ihr könnt auf Compile drücken und dann sollte hier Compilation Successful kommen. Ich habe es selbst schon erlebt und auch 2 Studenten haben mir geschrieben, dass hier manchmal ein Fehler kommt. Probiert einfach nochmal auf Compile zu drücken. Eventuell müsst ihr den Browser nochmal neu laden. Aber Compile Successful steht dann hier. Dann können wir auch das Programm ausführen. Das gibt jetzt im Moment die Antwort 0 aus. Ich empfehle euch, auch wenn jetzt die Übung 0 nicht bewertet wird, hier trotzdem euch mal zu überlegen, wie ihr hier eine Codezeile schreiben würdet, die die Frage 1 auch beantwortet. Ich habe gesehen, die Hälfte von denen, die es eingereicht haben, haben tatsächlich sich die Mühe gemacht, nochmal den Code zu schreiben hierfür und auch sich die Mühe gemacht, hier die Antwort auf die Frage, was ist die Antwort auf die Rechnung 5 mal 6 plus 4 mal 6 hingeschrieben haben. Wie gesagt, in der Übung 0 müsst ihr das nicht tun. Die Punktzahl ist uninteressant hier, aber ist trotzdem gut, mal ein bisschen was zu programmieren, Compile zu drücken und Run, um die Änderung zu sehen. Und im Anschluss müsst ihr Submit drücken und wenn ihr Submit drückt, landet das Ganze automatisch in Moodle. Das sieht dann von meiner Seite so aus, dass wenn ich in die Bewertungen gehe, hier, dass ich dann für eure Übung 0, hier einige Einsendungen schon sehe. Ihr seht, hier haben einige 100% Punktzahl, das heißt, die haben noch die anderen Antworten programmiert. Einige haben es bei dem gelassen, wie es ist. Einige haben den Code so verändert, dass keine Antwort mehr richtig war. Und einige von euch haben halt die Übung noch nicht eingereicht. Denkt daran, dass die Übung eine Deadline hat, das heißt, die ist nur bis Dienstag 8 Uhr, also kommenden Dienstag 8 Uhr verfügbar. Und ich denke, ihr kriegt das hin. Wenn ihr das einmal gemacht habt und ein Konto habt, seid ihr sehr gut vorbereitet. Also nochmal zur Zusammenfassung. Achtet darauf, eure Matrikelnummer zu nehmen und BHT davor zu hängen. Die E-Mail-Adresse, da könnt ihr euren Campus-Account nehmen oder eure private E-Mail-Adresse, das ist mir egal. Hauptsache, ich kann das in den Einreichungen sehen und es kann verknüpft werden. Dann meldet ihr euch an, ruft die Übung auf und das wird jetzt jede Woche sozusagen genauso laufen. Natürlich müsst ihr das Konto nicht nochmal anlegen, da verwendet ihr einfach das bestehende Konto. Genau, das sind die Schritte hier. Hier unten habe ich euch noch ein Gimmick eingebaut. Ihr könnt auch schon ein bisschen Programmieren üben auf eine visuelle Art und Weise. Dazu geht ihr zu diesem Spiel hier. Wer es möchte, kann das machen, ist auch kein Zwang. Hier ist es so, dass ihr hier Blöcke habt und dieser Astronaut oder es gibt hier weitere Spielfiguren, die können Dinge tun, die ihr ihnen sagt. Könnt ihr diese Blöcke reinziehen, zweimal vorwärts laufen, bringt uns zum Ziel. Ja, super.
Das wäre jetzt der Code gewesen hier, wenn man das hier programmieren wollen würde. Und dann wird das halt immer schwieriger, ne? Vorwärts laufen, sich nach links drehen, vorwärts laufen, nach rechts und so weiter. Könnt ihr euch ja vorstellen. Vorwärts, dann würde ich hier wahrscheinlich einmal nach links abbiegen. Ja, dann wieder vorwärts laufen, dann nach rechts und wieder vorwärts laufen. Wenn ich das ausführe, tut es, was ich will. Und dann wird das immer Stück für Stück komplizierter. Und dann gibt es hier schon Elemente, die wir noch gar nicht, auch in Java noch gar nicht behandelt haben. Solche Schleifen, also wiederhole das bis. Das überlasse ich mal euch, wie ihr da vorankommt und ob ihr da eigene Lösungen findet. Bei 8, 9 und 10 wird es dann schwieriger. Ich bin gespannt, wer von euch welche Lösungen hat. Ich hoffe, das kurze Video hilft dem einen oder anderen. Ihr habt ja jetzt auch lange mein Gesicht nicht gesehen. Und ich hoffe, dass wir uns bald wieder in Persona sehen. Und viel Erfolg bei der Aufgabe 0 und dann noch bei Aufgabe 1. Tschüss.